Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Charts und Co., der Kapitalmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV. Und Sie werden sich schon denken können, auch heute wieder zugeschaltet ist Bastian Galuschka von Godmode Trader. Und Herr Galuschka, mit Ihnen würde ich sehr, sehr gerne nochmal ein Thema aufgreifen, was Sie schon in der vergangenen Woche besprochen haben. Ich spreche über den Kryptosektor, denn dort sind die Notierungen auch von der vergangenen zu dieser Woche nochmals weiter geklettert. Wie ist denn die aktuelle Lage zu beurteilen? Ja, Sie haben es richtig erwähnt. Also der Bitcoin allen voran hat sich zuletzt wirklich sehr gut entwickelt. Ich denke, der Hinweis in der letzten Sendung war auch gut getimt. Inzwischen haben wir sogar Kurse über 8.000 US-Dollar erreicht. Allerdings muss man auch natürlich einschränkend sagen, ist das bislang noch als Erholung im Abwärtstrend zu werten. Und wir haben jetzt auch die ersten Widerstände beim Bitcoin aus technischer Sicht erreicht. Zum einen ist das der Abwärtstrend, zumindest eine Abwärtstrendvariante seit dem Februar hoch. Und zum anderen das 61,8% Fibonacci Retracement über die letzte Abwärtsstrecke, die wir hier absolviert hatten, von Mai bis Juni. Das heißt, der Deckel ist kurzfristig um 8.355 US-Dollar drauf. Man sieht ja auch im Mittwochshandel schon eine Reaktion nach unten. Kurzfristig sollte daher nach dem sehr guten Lauf auch eine Konsolidierung nicht überraschen. Wer den Run wirklich mitgemacht hat, kann auch durchaus mal Teilgewinne realisieren. Das ist alles eher kurzfristig gedacht. Mittelfristig wird es wichtig sein, dass der Kurs sich auch über den besagten Widerständen, also grob über 8.500 US-Dollar etablieren kann. Dann wären sogar fünfstellige Notierungen im Bitcoin wieder erreichbar. Das würde auch nur den Kursniveaus entsprechen, die wir in etwa in den Mai-Hochs erreicht haben. Unterstützungen im Chart, wenn man sich diese anschaut, liegen nun bei 7.780 US-Dollar und vor allen Dingen natürlich bei 6.800 bis 6.900 US-Dollar. Das war ja sozusagen die Ausgangsbasis. Als dieser Trigger überschritten wurde, wurde auch ein kleiner Boden im Chart aktiviert und ich denke, dass dann auch dort viele Trader neu draufgesprungen sind. Schaut man sich Ether an, Ethereum, also das Pendant, was so in der zweiten Reihe sich befindet, da ist die Aufwärtsdynamik wie auch bei vielen anderen Altcoins bei weitem nicht so ausgeprägt. Hier bleibt es bei der Aussage, dass wir über 550 US-Dollar ansteigen müssen, um das Chartbild freundlicher zu gestalten. Eine wichtige Unterstützung bei Ethereum befindet sich weiterhin bei 400 US-Dollar. Man sieht grundsätzlich aber nicht selten, dass das Geld wirklich zuerst in den Bitcoin fließt und die Altcoins dann oftmals folgen. Also ist das derzeitige Kursverhalten nichts Ungewöhnliches. Wie gesagt, wer kurzfristig dabei war, kann mal Teilgewinne realisieren. Wer mittelfristig auf den Boden setzt, sollte wirklich darauf achten, dass diese Widerstände überwunden werden und kann dann in diesem Fall auch Positionen aufstocken. Wenn wir jetzt schon mit Ihnen verbunden sind, dann müssen wir natürlich auch über die laufende Quartalsberichtssaison sprechen. Vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika hat diese bereits so richtig kräftig Fahrt aufgenommen. Ich würde mit Ihnen gemeinsam gern mal einen Blick auf die Banken werfen, denn diese haben sich mittlerweile recht gut entwickelt. Wie ist denn der Sektor aus charttechnischer Sicht zu beurteilen? Und haben Sie vielleicht sogar in dem Bereich einen Favoriten, der sich rauskristallisiert hat? Ja, das ist interessant, dass sich gerade der Finanzsektor so gut geschlagen hat, denn genau diese Branche haben wir uns auch vor kurzem angeschaut im Vorfeld der Zahlen. Worauf ist es zurückzuführen? Ich denke vorrangig auch wieder auf das Zinsniveau. Natürlich waren auch die Quartalszahlen ordentlich, aber das Zinsniveau hat sich zuletzt wieder erholt. Wieder in Richtung 3% sind wir bei den 10-jährigen Anleihen in den USA marschiert und das muss man sicherlich weiterhin im Hinterkopf behalten. Erholen sich da die Renditen wieder, sehen wir vielleicht sogar neue Hochdüfte, dass die Banken auch wieder nach oben treiben. Wir haben damals schon den Dow Jones US Banks Index besprochen. Da war die Aussage klar, die Unterstützung bei 450 Punkten muss unbedingt halten. Das haben wir dann auch geschafft, mit Ach und Krach muss man sagen, also es war schon knapp. Bei vielen Aktien gab es ja in der Erstreaktion nach den Zahlen auch erstmal Abverkäufe, dann setzte die Wende ein. Wir sind inzwischen, haben uns gut entwickelt und sind angekommen jetzt an einem Widerstand bei 489,3 Punkten. Das entspricht dem letzten markanten Zwischenhoch im Chart. Und hier verläuft ähnlich wie beim Bitcoin auch eine Abwärtstrendlinie, die seit Januar intakt ist. Also wieder einmal ein Kreuzwiderstand im Chart. Und auch hier gilt wie beim Bitcoin, dass ich kurzfristig durchaus eine Konsolidierung erwarte.
Mittelfristig wäre es wichtig, dass wir dann im zweiten Anlauf auch diese Hürden nehmen, also die Marke von 490 Punkten im Dow Jones US Banks Index hinter uns lassen. Und dann wäre das Jahreshoch bei 517,84 Punkten wieder erreichbar. Es bleibt auch bei der Aussage, dass unter 450 Punkten starke Verkaufssignale entstehen. Also wer hier Absicherungen in den Markt legen möchte, der ist unterhalb dieser Marke sicherlich nicht schlecht beraten. Bei den Einzeltiteln, Sie hatten es angesprochen, gefällt mir vor allen Dingen ein Wert gut, das ist die JP Morgan Aktie. Warum? Im Vergleich zum Sektorindex, aber auch im Vergleich zu anderen Einzelwerten, ist die Aktie meiner Ansicht nach bereits deutlich weiter, hat hier auch zwei Abwärtstrendlinien schon überschritten. Und ein erstes ableitbares Ziel bei $115,15 ansatzweise schon erreicht. Das heißt, man hat hier anders als im Index mittelfristig schon durchaus erste Kaufsignale vorliegen. Sollten wir hier nach einer Konsolidierung auch über $115,15 ansteigen, wäre das mittelfristige Ziel $119,33. Und wer etwas handeln möchte in diese Richtung, hat zwei potenzielle Absicherungsniveaus. Das sind die Zwischentiefs zum einen bei $109,75. Das wäre also die Variante eines engeren Stopps. Und dann bei $105,14. Dort könnte man weiter gefasste Stopps in den Markt legen. Also kurzfristig ähnlich wie beim Bitcoin Konsolidierungen einplanen bei den Banken. Mittelfristig finde ich die US-Banken weiterhin deutlich interessanter als die europäischen Banken. Und das Hauptargument ist sicherlich die Differenz im Zinsniveau, die ja sich voraussichtlich bis ins kommende Jahr nicht groß verändern wird, eher noch zunehmen dürfte. Herr Galuschka, wenn wir die Gesamtmarktsituation betrachten, dann fällt auf, dass diese weiterhin überschattet wird durch die internationalen Handelsstreitigkeiten. Wichtige Termine haben wir auch noch vor der Brust, die uns entsprechend in die eine oder andere Richtung drücken könnten. Vor allen Dingen hat es auch immer wieder Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Vielleicht könnten Sie diesen Bereich mal unter technischen Aspekten beleuchten und dabei auch das Währungspaar Euro-Dollar noch mal besonders betrachten. Ja, es ist ein ganz schwieriges Marktumfeld. Das gilt natürlich für die Indizes und diverse Trump-Posts genauso wie für Euro-US-Dollar. Also man hat ja gesehen, kommt was über Twitter rein, gibt es gleich Ausschläge in sämtlichen Basiswerten. Dann haben wir wichtige Termine vor der Nase. Der erste ist sicherlich das heutige Treffen des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Es geht mal wieder um den Zollstreit. Die US-Regierung hat ja schon Angebote gemacht, beispielsweise die Zölle auf beiden Seiten im großen Stil erheblich oder auch ganz abzuschaffen. Fokus liegt hier sicherlich auch im Automobilbereich. Das klingt natürlich auf den ersten Blick interessant, ist aber dann, selbst wenn sich die EU darauf einlassen würde, in der Umsetzung alles andere als einfach. Zum einen gibt es dann noch die WTO-Regeln, das heißt, man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt mit den USA, streichen wir alle Zölle, aber gegenüber China oder Japan belassen wir diese Zölle. Das ist nicht rechtens, da müsste man sich also in einem breiteren Ausmaß einigen. Und dann Stichwort Einigung, müssten natürlich auch alle Länder der EU erstmal einer solchen Vereinbarung zustimmen. Da hat man ja schon gelesen, gehört, dass Frankreich da wohl eher Probleme bereiten dürfte. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, erwarte mir von dem Treffen jetzt nicht viel. Lass mich aber natürlich gerne positiv überraschen, denn eine Deeskalierung im Handelsstreit würde natürlich den Märkten helfen. Eine Verschärfung dagegen, denke ich mal, würde den Euro wieder unter Druck setzen. Das ist aber auch nicht alles. Wir haben am Donnerstag dann noch den EZB-Leitzinsentscheid auf dem Programm. Hier schwebt natürlich die Frage weiter im Raum, wann steigen denn die Zinsen in der EU auch mal wieder? Experten erwarten ja hier keine Veränderung bis ins kommende Jahr hinein. Das zweite Thema ist die Nachfolge von Mario Draghi. Der Druck wächst sicherlich auf Draghi, was jetzt die Inflationsdaten anbelangt. Und sollte es Jens Weidmann werden, die Nachfolge bestreiten, dann ist klar, dass sich die Umkehr in der Geldpolitik der EZB sicherlich beschleunigen dürfte. Last but not least am Freitag die US-BIP-Daten. Da wird ein Anstieg um sage und schreibe 4,1% erwartet für das zweite Quartal. Also die US-Wirtschaft brummt. Flüsterschätzungen gehen sogar in Richtung 5%. Also da dürfte klar sein, wenn sich diese Zahlen bestätigen, dass das eher den Dollar dann stärken dürfte. Und wenn man das alles in allem zusammennimmt, ist die Erholung des Euro fundamental gesehen
meiner Ansicht nach eher auf tönernen Füßen gebaut oder auf einem tönernen Fundament. Wenn man es rein technisch betrachtet, da ist derzeit eine neutrale Situation feststellbar, zumindest auf der Tagesebene, Wochenebene. Wir haben eine Range zwischen 1,18, 20 US-Dollar auf der Oberseite und 1,15 US-Dollar auf der Unterseite. Erst wenn diese Range verlassen wird, würden sich neue stärkere Signale ergeben. Wer es kurzfristig sich anschaut, da ist in den letzten Tagen schon auch ein massiver Deckel bei 1,1750 US-Dollar feststellbar. Also da müssten wir in einem ersten Schritt drüber. Ich kann nur verweisen auf unsere täglichen Ausblicke, auch auf dem Gopmo Trader. In Vertretung schreibe ich da auch den Euro-US-Dollar-Tagesausblick derzeit. Man muss sich wirklich so von Tag zu Tag hangeln, von Event zu Event. Innerhalb dieser großen Range kann es viele Ausschläge geben, aber solange diese Range nicht verlassen wird, sehe ich mittelfristig auch keinen großen Handlungsbedarf derzeit auf der Währungsseite bei Euro-US-Dollar. Ganz herzlichen Dank, Herr Galuschka, für Ihre aktuellen Einschätzungen. Ja, und ein großes Dankeschön auch an Sie, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie wieder dabei, wenn es heißt Charts & Co. bei Börse Stuttgart TV.